Moin, liebe Videospielfreunde, und willkommen zurück zu unserem Let's Play von Game Dev Tycoon. Wir haben eine neue Forschung, verfügbar sind Fortsetzungen. So geil fängt diese Folge tatsächlich an. Richtig gut, wir können jetzt Fortsetzungen erforschen. Das bedeutet, wir können aus unseren alten Spielen einfach Fortsetzungen erstellen und die werden dann miteinander verbunden quasi. Sonst könnten wir einzelne Spiele erstellen, die aber nichts miteinander zu tun haben, theoretisch. So haben sie jetzt offiziell sind Fortsetzungen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Gucken wir mal, was dies kostet. 20 Forschungspunkte. Das kriegen wir mit dem nächsten Spiel bestimmt wieder rein. Und zwar entwickeln wir jetzt erstmal ein neues Spiel. Vorgeschlagen wurde es von dem Bob, aka The Scorber. Yay! Der Gameling kommt auf den Markt. Dafür lässt sich bestimmt was Lustiges zusammenschustern. Möglicherweise ein Puzzlespiel für zwischendurch, sofern deine Forschung das irgendwann anbietet. Haben wir eine Forschung? Haben wir Puzzle? 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 Wir haben kein Puzzle. Nein, wir haben kein Puzzle. Das gibt's also noch nicht. Okay, Bob, tut mir leid, ich muss dich vertrösten. Das klappt diesmal noch nicht. Bestimmt werden wir das aber noch freischalten, bin ich mir eigentlich fast sicher. Dann wechseln wir weiter auf den Peter Graue, denn der Peter Graue bei Romantik. Das war nämlich das letzte Mal, als die Jenny hier kurzzeitig vorbeigeschaut hat. Wir sollten ja ein Romantik-Spiel entwickeln. Vielleicht ein Romantik-Abenteuer. Ein Romantik-Abenteuer, wo eine Riesenschildkröte eine Prinzessin entführt und man selbst als ihr italienischer Klempner muss sie retten, damit man vielleicht doch irgendwann einmal ein Date bekommt. Ja. wo kommt mir das nur bekannt hervor? Das klingt ja so ein bisschen nach nach Ultra Dario, ne? Ist doch klar. Ultra Dario. ist ein sehr schönes Romantikspiel auch. Habe ich mal so feststellen müssen. Das kommt natürlich auf den Super TES raus. Und wir benutzen unsere neue 3D-Engine. Ultra Dario. So, mal sehen, wer den Querschläger versteht. So, Romantik, Abenteuer. Braucht Story, Quest, ein bisschen Gameplay, wenig Engine, hoffe ich. So, wollen wir mal. Dialoge brauchen wir. Mensch, das wird uns sogar vorgeschlagen. Leveldesign und künstliche Intelligenz gar nicht. Wir kloppen einfach alles in Dialoge rein. Gummi. Oh, heute wurde die neue Plattform PlaySystem von Fonny veröffentlicht. Ja, damit können wir auch auf der Fonny PlaySystem unsere Spiele entwickeln. So, wir brauchen Spielweltdesign, bisschen Sound, ein bisschen Grafik. So würde ich sagen. Ja, go, go, Open World, Ultra Dario. Okay. Und Ultra Dario rettet natürlich seine Prinzessin Orange. So. Na? Na. Neuer Rekord im Design. Schwupp, 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 schwupp. Wir veröffentlichen das Spiel. Herzlichen Glückwunsch. Du hast dir einen ganz schönen Namen in der Spielbranche gemacht. Ja, ich weiß es doch. Wir machen schon mal einen Spielbericht. Können wir noch nicht. Dann machen wir schon mal die Forschung, Fortsetzung, weil die Forschungspunkte haben wir schon zusammen. Dann können wir Fortsetzung endlich entwickeln. Wir haben erste Bewertung für unser neues Spiel Ultra Dario erhalten. Oh. Nette Erfahrung von der Star Games. Großartig von der Informed Gamer. Sehr gut von der Game Hero. Und ein gutes Spiel von der All Games. Danke, Peter Graue. Das hat doch wieder ganz gut funktioniert. So, währenddessen forschen wir Fortsetzungen. Und wir kriegen doch schon eine ganze Menge an Kohle rein. Schauen wir mal, was dann hinterher unser Forschungsbericht sagt. Ja, wir haben Fortsetzungen erfolgreich erforscht. Jetzt können wir mal einen Spielbericht erstellen. Mal gucken, was der uns jetzt sagt. Was wir gut gemacht haben, was wir schlecht gemacht haben. Bam, 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 badam, bam.
So, unsere Analyse nach Verkaufsstart von Ultra Darius ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Romantik und Abenteuer ist eine großartige Kombination. Bam! Grafik scheint für diese Art von Spiel nicht sehr wichtig zu sein. Plattform-Genre-Übereinstimmung, Abenteuer, Super-TS, gute. Es ist eine gute. Plattform-Zielgruppen-Übereinstimmung, alle Super-TS, auch eine gute. Jawohl. Okay, währenddessen haben wir haben immer noch 2D-Grafik übrig, was wir noch erforschen wollen. Das macht aber nichts. Wir entwickeln, würde ich sagen, mal ein neues Spiel. Moment, ich zeige euch jetzt übrigens erstmal, das machen wir vielleicht als erstes. Wir können Fortsetzung jetzt entwickeln. Dann nehmen wir uns irgendeinen raus und können daraus eine Fortsetzung machen. Ihr kennt ja unsere Spiele alle noch. So mehr oder minder. Vielleicht sagt ihr mal in den Kommentaren, von was ihr eine Fortsetzung haben wollt. Das könnt ihr nämlich jetzt auch jedes Mal tun. Nicht nur ein eigenes Spiel, sondern auch vielleicht eine Fortsetzung von irgendeinem Spiel. Das würde uns vielleicht helfen. Vielleicht fangen wir heute mal an mit einer Fortsetzung. Der Weg des Ninjas war doch ein... Doch, es war ein Ninja-Abenteuer. Wir haben Boldopolis, Dance Hero, Transport Sim, unser Ninja-Spiel. Selbstverständlich. Und ja, dann erzählt einfach mal, was ihr für eine Fortsetzung haben wollt. Hello World in 3er Wertung war echt ein bisschen crappy. Ja, währenddessen würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um einen weiteren Kommentar. Und zwar habe ich hier noch ebenfalls noch einen von Peter Grau. Jetzt muss ich erstmal raussuchen, wo das Interessante steht. Das ist ein ziemlich langer Kommentar. Hier. Ich würde mir auch ein Stadtstrategiespiel wünschen, da ich mich nicht erinnern kann, dass es schon ein Strategiespiel von dir geschaffen wurde. Es könnte darauf basieren, dass man in eine Stadt errichten muss und der Gegner erstellt ebenfalls eine Stadt und man muss den gegnerischen König ausschalten, bevor der Gegner deinen König ausschaltet. Es könnte Empire Building heißen, obwohl das wäre eher eine Simulation, könnte vielleicht jemand ein Strategiespiel vorschlagen. Wie wär's mit... Da habe ich schon eine Idee. Wir nennen es vielleicht nicht Empire Building, weil es tatsächlich eher eine Simulation wäre, sondern Empire Wars. Das hat wieder super funktioniert. Wars. Ich muss halt mit einer Hand schreiben, das ist echt ein bisschen ätzend. So, Empire Wars. Das Thema ist, das hatten wir gesagt, ein Stadtstrategiespiel. Stadtstrategie. Plattform hat er mir nicht genannt. Vielleicht nutzen wir da mal das neue Play-System aus. Das kostet uns ein bisschen Kohle, das ist okay. Wir wollen aber trotzdem auf dem Play-System mal entwickeln. Wir machen daraus eine 3D-Engine. Wir könnten auch isometrisches 2D dafür nutzen. Das würde eigentlich völlig... Wollen wir isometrisches 2D dafür benutzen? Wir machen isometrisches 2D, das reicht. Weil es sollte ja ein Strategiespiel ist ja normalerweise schon diese isometrische Ansicht, 2D von oben. Und das reicht völlig aus. Open World ist eh Schwachsinn in diesem Spiel. Machen wir das mal so. Dann sparen wir uns ein bisschen Geld, glaube ich. Wir brauchen ein bisschen Engine, Gameplay, Story, Quest. Das können wir alles so ein bisschen auf einer Ebene lassen. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Dave Danielson kratzt sich am Kopf. Bum, 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 bum. So, was haben wir denn da? Künstliche Intelligenz brauchen wir bestimmt. Level Design eher weniger, Dialoge vielleicht. So, ja. Es ist alles gerade ein bisschen testen, weil ich habe eigentlich noch nie ein Stadtstrategiespiel entwickelt. Ultrari wurde vom Markt genommen, 73.000 Einheiten wurde verkauft und $514.000 Umsatz gemacht. Gut. So, Spielwertdesign, Grafik, Sound. Irgendwie ist das alles so ein bisschen mittig bei mir jetzt gerade. Ist aber okay. So, wir machen die Bugs noch raus. Design und Technologie haben schon ziemlich viele Punkte eigentlich. Das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, glaube ich. So, Bugs sind raus. Schauen wir mal. Ka-ching, ching, 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 ching. Spiel veröffentlichen. Wir haben erste Bewertung für unser neues Spiel Empire Wars erhalten. Das war gar nicht mal so gut. Es lag natürlich auch vor allem an mir, weil ich die Hebelscheiße gesetzt habe. Ah, das ist ärgerlich jetzt.
Wenigstens haben wir nicht die teure Engine verwendet. Na gut. Wir machen am besten direkt einen Spielbericht, was daran echt crappy war. Dann können wir es beim nächsten Mal besser machen. Herzlichen Glückwunsch, du hast dir einen ganz schönen Namen in der Spielbranche gemacht. Ja, danke. Später. Okay. So, schauen wir mal, was da schiefgelaufen ist. Unsere Analyse nach dem Verkaufsstart von Empire Wars ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Stadt und Strategie ist eine großartige Kombination. Story Quest scheint nicht wichtig zu sein. Plattform-Genre-Übereinstellung ist schlecht, also Strategie auf dem Play-System ist absolut crappy. Themen-Zielgruppen-Übereinstimmung, alle Stadt ist super, also großartig. Ja, wir haben zu wenig Vorschusspunkte. Ich würde mal behaupten, wir machen einfach nochmal eine Auftragsarbeit. Wie auch immer, das kriegen wir locker hin. Programmfehler bereinigen. Ein bisschen Bugfixing. Würde ich wieder einstellen, wir haben 16.000 auf ihr Konto überwiesen. Danke. Ja, ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Ihr könnt wie immer Themen raussuchen und eure eigenen Spiele vorschlagen in den Kommentaren. Macht weiter, wir brauchen Spiele oder Fortsetzungen jetzt für unsere nächsten Folgen. Schreibt in die Kommentare einen Namen des Spiels, was das Spiel machen soll, was es kann und was da passieren soll und wir setzen es dann hier um. Bis denn, wir sehen uns in der nächsten Folge und tschüss.